Hallöchen, meine Lieben, zurück zu Teil 3. In diesem Teil, der grenzt ja jetzt gleich an Teil 2, ich verlinke euch nochmal Teil 1 und 2 unter dem Video. Aber ihr müsstet jetzt wie ich, hier war die Rückreihe, und ihr müsstet jetzt 16 Maschen auf dieser Nadel haben. Wir verteilen jetzt erstmal die 16 Maschen auf 2 Nadeln. Die erste heben wir nur ab, weil die haben wir gerade zusammengestrickt. Und dann werden ganz normale rechte Maschen gestrickt. Dadurch, dass sie links verschränkt waren, haben wir ja, wenn wir hier reingehen würden, normal. Aber wir wollen ja hier hinten rechte Maschen und keine rechts verschränkten machen. 2, 4, 6, 7, noch eine. So. Die anderen 8 gehören auf die andere Nadel, weil diese 8 gehören zu Nadel 4. 3. Das ist ja hier Nadel 4, die wir jetzt wieder aufnehmen. 1. 2. 3. 4. 5. 7 und 8. So, dann lasse ich das erstmal ruhen und ich nehme mit einer halben Nadelstärke kleiner mir erstmal die Maschen hier am Rand auf. Und zwar seht ihr hier oben, die liegen alle wie auf einer Perlenkette nebeneinander. Und weil wir ja so fest angezogen haben, müssen wir leider eine Nadelstärke kleiner nehmen und erst einmal ganz vorsichtig hier alle kleinen Knötchen auf die Nadel aufnehmen. Ganz vorsichtig, ich zeige es mal ganz langsam. Ihr seid hier angekommen, rechts hin und rechts zurück. Und das Stück, ich nehme mal hier die, hier, das ist rechts, kraus rechts, kann man sagen. Und hier oben, die Masche, die hier oben auf der Arbeit liegt, die nehmen wir auf. Das ist für mich das Knötchen. Und weil manchmal die normale Dreier zu dick ist, habe ich hier eine Zweier genommen. Ja, Zweier. Und dann nehme ich die nämlich erstmal auf. Alle. So. Hier seht ihr das auch noch schön. Hier ist es noch mächtig zusammengezogen, weil ich hatte ja immer gesagt, schön anziehen, wenden und nochmal zwei rechte und dann linke. Oder nach den rechten, kraus rechts, zwei rechte. Und wenn ihr dann, bevor ihr das gedreht habt und wieder zurückgestrickt oder wieder hin, müsstet ihr immer richtig angezogen haben. So. Ah, ein schöner Nack. So. Jetzt schaue ich noch mal. Jetzt ist hier die Reihe, die gehört hierhin und die gehört hier oben. Also haben wir jetzt alle Maschen aufgenommen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Bei 30 Reihen sind dann 15 Maschen.
Und ihr seht schon, wie wunderschön. Ihr seht jetzt schon, dass keine Löcher sind. Und der Trick jetzt dabei ist, dass auch wirklich keine Löcher entstehen, die alle auf diese Nadel gleich zu stricken. Er strickt die jetzt praktisch einfach nur ab. Die, die wir gerade aufgenommen haben. Dabei kann auch gerne mal so eine Bambusnadel zu Bruch gehen. Bei mir war es noch nicht. Es sieht vielleicht ein bisschen ulkig aus, hier, wie ich das halte. So. Schön rein und jede Masche von der Nadel abstricken. Manchmal ist es hier auch eng, dann zieht es euch ruhig ein bisschen lang. Ich zeige euch gleich das Ergebnis, wenn wir hier oben sind. So, jetzt haben wir die alle abgestrickt. So sieht das dann aus. Die Maschen sind aus den praktisch einfach entstanden, weil diese gehen jetzt wieder zurück und ihr seht schon, wunderbar, keine einziges Knötchen, Loch, weil wir das aus den Knötchen aufgenommen haben. Die Masche hatten wir rübergehoben, als wir die Fersenwand gestrickt haben. Ihr erinnert euch, ich habe es in dem einen Teil gesagt. Also heißt das, jetzt sind hier 20 und nicht mehr 19. Das heißt, die Masche muss jetzt erstmal wieder weggemacht werden. Wir stricken es, indem wir die erste abheben und die zweite stricken und die abgehobene überziehen. Jetzt stricken wir ganz normale rechte Maschen weiter. Und haben wieder unsere 19 Maschen erhalten. So. Jetzt machen wir die andere Nadel, die auch vorne zum Fuß gehört. Das sind ja 19. Du strickst jetzt einfach runter. So, alle 19 werden rechte Maschen gestrickt. So, wunderbar, fertig. Jetzt geht es wieder an der Seite an die Aufnahmen. Und wir machen die jetzt genauso wie auf der anderen Seite. Wir suchen uns hier oben diese Knötchen. Ihr seht es hier, wie auf einer Perlenkette sind die aufgereiht. Und die müssen wir uns alle jetzt wieder auf die Nadel nehmen. Das hier, das erste ist kein Knötchen, das ist die Masche. Die nehmen wir nicht auf. Wir nehmen lediglich wieder
diese, die aussehen wie kleine Perlen an der Seite auf. Und wir machen das genauso wie vorne. Wir schauen, wo die zu Ende sind. Und hier oben ist dann praktisch die Masche, die wir jetzt erstmal aufnehmen. Hier sieht man es auch schön. Kraus rechts und hier oben diese letzte Masche nehmen wir auf. Hier auch wieder. Hier oben diese letzte. Auf der Seite geht es ein bisschen einfacher. So, könnt ihr jetzt schon nachzählen? 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 3 sind 15. So, und da wir ja auf der Seite sind, müssen wir jetzt erst die neue Nadel bestricken. Wir nehmen praktisch aus jeder von dieser Nadel aufgenommenen einmal den Faden durch und stricken es ganz gemütlich ab. Ich halte es euch am Ende auch wieder hin. Habe jetzt alle 15 abgestrickt, weil wir hatten ja 30 Reihen und an jedem Knötchen sind praktisch jetzt eine neue Masche entstanden. Und hier ist dann das, dass wir die kleine Nadel noch abstricken müssen. Die gehört noch mit zu dieser Nadel. Hier empfehle ich immer noch eine Masche aufzunehmen. Dadurch, dass wir ja auf der Rückreihe waren und das nur übergehoben haben, das gucke ich dann auch immer, dass ich hier aus dieser Quermasche hier eine durchkriege. So kommt das dann, dass du hinten zwar eine Masche mehr hast, aber durch Abnahmearbeiten ist das dann ganz schnell wieder weg. So sieht das dann aus. So, das war die erste Reihe. Jetzt kommt die zweite Reihe. In der zweiten Reihe, dadurch, dass wir hier hinten eine mehr haben, arbeiten wir hier hinten Abnahme, aber nicht hier vorne. So, wir machen wieder alles rechte Maschen. Einfach rechts abstricken. Ich kann es euch dann mal hinhalten, wie schön das aussieht.
weil das ist ja jetzt die zweite Reihe auf unserer anderen Reihe drauf. Ihr seht, wie toll das wird. Hier ist kein einziges Loch, weil wir aus diesen Querrippen gleich jetzt die Maschen haben. Jetzt kommt es drauf an, hast du einen dünnen Fuß, dann empfehle ich dir jetzt wie vorhin diese Abnahme hier zu arbeiten. Hast du einen dickeren Fuß, dann empfehle ich dir, wie ich das mache, einfach auch wieder alles rechte Maschen. Weil so kannst du jetzt diese Reihen an deinen Fuß anpassen. Ich sehe gerade, wir hatten hier eine verloren. Na, da bin ich ja froh, dass die nicht weitergegangen ist. Boah, puh. So, ich mache sie diesmal gleich in die Mitte. So, jetzt kann nichts mehr runterfallen. Diesen Fuß, wenn du hier auch, wie hier drüben, eine Abnahme gearbeitet hast, musst du hier auch eine arbeiten, aber hier hinten. Also stricken wir jetzt alle bis hier runter. Alles rechte Maschen. So, wenn du jetzt auf der Seite eine Abnahme gearbeitet hast, musst du die jetzt auch machen. Ich zeige dir wie. Du strickst die einfach zusammen ab. So. Weil die neigen sich dann die Abnahmen so. Wenn du die so abnimmst, neigen die sich so. Und das passt vom Bild her besser. Ich darf hier keine Abnahme arbeiten und stricke die jetzt einfach normal. Jetzt müssen wir hier hinten diese Abnahme arbeiten. Und wir können hier ohne Überzug arbeiten, weil es auf dieser Seite ist. Wir tun die einfach rechts zusammenstricken. Ich zeige dir jetzt hier unten gleich noch mal das, weil wir ja das aus dieser einen anderen Masche aufgenommen haben. Ich mache die Nadel erst fertig. Dann zeige ich dir die besondere Stelle, wo wir ja tiefer stechen mussten, um noch eine Masche zu bekommen. Das sieht dann so aus. Du hast hier tiefer gestochen, damit hier wäre sonst eine Lücke entstanden. Dadurch, dass du hier tiefer aus diesen hinteren Querfaden eine Masche aufgenommen hast, die du ja dann hier abgestrickt hast, entsteht auch hier kein Loch. So, jetzt machen wir wieder alles rechte Maschen. Und das ist jetzt eine Reihe ohne Abnahmen. Weil wir arbeiten eine lange Spiegelabnahme. So nennt man das nämlich hier, diese Reihe, die dann abgenommen ist. Wir machen eine lange Spiegelabnahme, das heißt, du machst immer eine Reihe Abnahmen, links und rechts oder rechts und links, kommt drauf an, welchen Fuß du gerade strickst, und eine Reihe mit Abnahmen. Also immer eine ohne, eine mit. Und bei Sneakersocken empfiehlt es sich, immer eine Reihe ohne und eine Reihe mit Abnahmen zu machen. So, und für Sneakers empfehle ich immer in dieser Reihe, wo hier
eine Reihe ohne Abnahmen ist, einmal eine Reihe alles linke Maschen zu machen. Weil das Rollbündchen rollt sich dann bis dahin und wenn dann diese linken, die Reihe links kommt, rollt sich das Bündchen nicht weiter und der Fuß sitzt perfekt. Also auf dieser Nadel machst du jetzt eine Reihe linke Maschen. Und auch auf der anderen. Also auch auf der Nadel vor die Arbeit und eine Reihe alles linke Maschen. So. Und auch hier hinten, hatte ich ja vorne schon gesagt, wird diesmal keine Abnahme gearbeitet bei unserer Spickelabnahme, sondern wir arbeiten ganz normal eine Reihe ohne Abnahmen, alles rechte Maschen. So, jetzt kommt wieder eine Reihe mit Abnahmen. Das heißt, wir arbeiten hier eine rechte. Da zeige ich euch, wie es geht. Eins, zwei. Ihr könnt auch gleich jetzt mitzählen. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jetzt nehmen wir die ab. Die arbeiten wir und die heben wir einfach nur über, weil die Maschen neigen sich jetzt so in unserem Gestrick. Auf der anderen Seite müssen sie sich ja andersrum neigen, deswegen werden die nur zusammengestrickt und auf der Seite übergehoben. Jetzt kommt wieder eine Reihe ganz normale rechte Maschen. Wer jetzt eine Abnahme arbeiten möchte, kann das tun. Wem sein Fuß dünner ist. Deswegen, wir haben ja hier die auch übergezogen. Die erste abnehmen, die zweite stricken und überziehen. Für die, die die Abnahme arbeiten. Für mich ist es eine ganz normale Runde.
Und ihr seht schon, es geht ein bisschen schwieriger, weil wir ja vorher linke Maschen gearbeitet haben. Wir müssen jetzt hier ganz normale rechte arbeiten. Für den einen oder anderen wird es ein bisschen fummelig. Ich schiebe die dann meistens so runter, hole mir die Masche ein bisschen hoch und mache eine rechte Masche. Und ihr werdet sehen, das sitzt perfekt durch diese linke Reihe. Ja, es will irgendwie nicht durch. Manchmal hat man das. So, jetzt habe ich es erwischt. Wer die letzte hier nicht machen kann, hebt sie auf die und strickt die halt dann ab. Das habe ich auch manchmal, dass die letzte Masche so klein und dann hebe ich die auf die und stricke die ganz normal ab. Das ist noch ein Tipp für euch. Deswegen sage ich immer, guckt meine Videos komplett. Es gibt auch immer zwischendurch Tipps. Und sieht das nicht toll aus? Das sieht dann nämlich aus, wie als hätte man hier oben kleine Perlen. Und wenn das so bunte Wolle ist wie hier, ich zeige es euch dann mal, was ich so toll daran finde. Ich mache jetzt erstmal bis rüber. So, immer schön rechte Maschen stricken. Macht so wie ich. Lasst die Masche größer machen, durchstricken. Und die letzte, wenn die auch wieder nicht gehen will, auf die nächste Nadel heben und von da aus abstricken einfach. So. Ihr habt dann hier wie so einen kleinen Rand, wie hier oben. Und wenn sich das dann so einrollert, also ich finde das immer süß. So. Jetzt schieben wir die erstmal wieder zusammen. Hier seht ihr, hier habe ich ein bisschen zu viel Faden, habe ich nicht richtig angezogen. Das gleicht sich in der nächsten Reihe aus. Und das ist ja eine Reihe. Hatten wir Abnahmen gearbeitet? Ja, richtig. Also musst du auch jetzt hier wieder eine Abnahme arbeiten. Drüben wurde das ja übergezogen, hier einfach rechts zusammenstricken. So, wie beim ersten Mal auch. Jetzt zählen wir auch wieder mit 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay. Ihr müsstet jetzt so weiterarbeiten. Jetzt kommt wieder eine Reihe ohne Abnahmen. Ihr müsstet jetzt so lange arbeiten, bis ihr auf beiden unteren Nadeln 19 Maschen habt. Und dann könntet ihr das erste Mal anziehen. Und wenn ihr merkt, ihr kommt super rein, es ist richtig klasse, dann hört ihr bei 19 auf. Ihr müsst aber dann nach der Reihe Abnahmen, das Reihe 5, die fünfte Reihe jetzt, die ihr alleine häkeln müsstet, noch eine sechste machen. Weil es wird ja immer eine gearbeitet mit Abnahmen, eine ohne. Müsst ihr jetzt mitzählen. Wir haben jetzt die Reihe mit, dann kommt eine Reihe ohne. Wieder eine Reihe mit, eine Reihe ohne Abnahmen. Am Ende dürft ihr die Reihe, wenn ihr 19 Maschen habt, noch nicht vergessen, noch eine ohne Abnahmen zu machen. Und dann zieht ihr euch das erstmal über. Und wenn es euch super passt, dann treffen wir uns in Teil 4. Und wenn es euch nicht passt, müsst ihr noch mal eine Reihe mit Abnahmen arbeiten. Und gegebenenfalls hier oben auch. Und hier unten. Das weiß ich ja nicht. Ich habe ja nicht euren Fuß. Ja, das ist das dann immer, wenn wir so eine Anleitung machen. Ihr müsst dann, ich kann es euch nur immer erklären. Schreibt mir Fragen drunter, arbeitet das mal. Und schreibt mir Fragen drunter, dann kann ich euch das besser erklären, ob ihr dann noch eine Abnahme machen müsst oder nicht. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß oder dir beim Stricken deiner Socke. Also, bis zum Teil 4.